Ja, Leute, wir starten rein in die nächsten 50 Folgen und freue mich damit schon auf das Best-of, was bald erscheinen wird, also frühestens in einem Jahr. Ja gut, das ist halt nicht mal übertrieben, ehrlich gesagt, das kann wirklich passieren. Ja, willkommen zurück zu weiteren Part von Mario Kart Wii. Nein, naja, so ein Jahr hoffentlich werde ich mir dieses Mal nicht Zeit lassen. Das wäre, glaube ich, schon ein bisschen wieder zu krank, aber hey, es gibt ja so Leute wie Kino selbst, der wartet ja... Och, Mann. Der wartet ja auch noch immer auf so ein gewisses Katzenvideo von mir, was leider gar nicht mehr geht, weil eine meiner Katzen ja schon verstorben ist. Ja, dem muss ich leider noch länger warten lassen, also leider für immer. Da kann ich ihm nicht helfen. Aber nee, ein Jahr jetzt für das Best-of, glaube ich, wird es nicht dauern. Ich glaube, da werde ich eher ein Jahr brauchen, bis ich mal wieder skillvoll Erster werde, weil das sah schon mal nicht gut aus. Ja, und für alle, die es interessiert, warum hat jetzt wieder die nächste Folge Mario Kart Wii so lange gedauert? Ich meine, manche können ja ohne die Folgen hier gar nicht leben, habe ich das Gefühl. ja, das lag halt wegen Mario Kart Double Dash Plus. Weil halt mal ein Nebenprojekt, so ein kleines. Jetzt, wo die Cups dort beendet sind und nur noch die Battle Maps ausstehen, ja, kannst du mal wieder Mario Kart Wii ganz normales Rennen bringen. Und ich merke schon den Unterschied, es ist natürlich was ganz anderes, wenn man dort die ganze Zeit Erster wird oder in 90% der Fälle und hier halt eben nicht. Vor allem, weil die schon wieder ordentlich... Oh ja, das war geil! Ha, das war nice! In der Millisekunde kommt der Blitz. Ey, ich hätte mich sonst wieder geärgert. Cool, kann ich mir gleich mal ein paar Plätze wieder gut machen. Da werden die Funky Kongs jetzt wieder ein bisschen angepisst sein. Bitte nicht, Leute, ich bin kleiner Diddy Kong. Nein, lass mich in Ruhe. Okay, jetzt gerade Dritter. Ja, das ist wieder der Moment, wo ich mir jetzt wünschen würde. Komm, lass es bitte die letzte Runde sein. Nicht runter. Haha, Pech gehabt. Ja, da kommt sogar der Blaue. Das war nie und nimmer so geplant. Ne, das glaube ich ihm nicht. Alter, wahrscheinlich trifft er mich da auch noch. Du Arsch, Alter, nein! Bis vor 10 Sekunden lief alles noch glatt und dann sagen die wieder, nee, was anderes. Die sind der Meinung, der kann nicht Erster werden. Darf auch gar nicht. Das würde den Unterhaltungswert dieses Videos senken. Meine Güte, ey, ja. Jetzt brauche ich irgendeinen guten Meisterplan. Ja, das ist so einer. Den nehme ich gerne. Zack, zack, darüber. Und bitte halte, 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 halte. Ja, das ist sehr gut. Nice! Und Fünfter. Die Wolke, ey. Da habe ich schon wieder ein bisschen zittern müssen. Weil der ist ja sogar ein bisschen schneller mit der Wolke, deswegen, ne? Aber ging nochmal alles gut. Platz 5 nehme ich gerne mit plus 69. Hey, das sind krasse Leute. Ja gut, da kann ich heute einiges absahnen. Ja klar, es kommt mal wieder der Mario Raceway. Da können die ganzen Funky Kong Kinder wieder ordentlich aufatmen, weil in der Strecke... Ja, keine Chance... Also, der Start, verdammt. Ja, das ist natürlich wieder der Nachteil an dem Double Dash Projekt. Weil für alle, die es nicht wissen sollten, ne? Mario Kart Double Dash und Mario Kart Wii ist der Sprintstart ein bisschen unterschiedlich. Also, hier musst du ja ganz normal aufladen ab 2 Sekunden, ne? Bei Double Dash reicht einfach nur das schnelle A drücken beim Start. That's it. Und das wollte ich jetzt gerade hier auch wieder machen. Aber klar, dass sowas passieren wird. Also irgendwas als Double Dash muss ich natürlich übernehmen. So, ich kürze erstmal schön ab. Nein, ich gehe rein, ich gehe rein. Wobei, es wäre sich ausgegangen. Verdammt. Ja gut, egal. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ihr kennt das ja. Da kommt ein Maxi-Pilz. Den werde ich wahrscheinlich nicht abwehren können. Achso, er wird schon wieder klein. Gut. Dann natürlich schon. Naja, also hier kann ich mit Speed gar nicht mithalten, weil da sind die deutlich schneller als ich. Die holen ja jetzt schon alle wieder auf. Nein, ich habe auf Pilze gehofft. Warum können es nicht einfach Pilze werden? Ja, weiß nur der Herrgott. Ja klar, eine Wolke. Also bin ich zwar auch schneller, aber trotzdem. Warum hast du beide genommen? Du Betrüger. Komm her da, komm her da, komm her da. Nein. Alter, schon wieder alles ungünstig auf einmal. Ja, Speed habe ich bekommen. Was? Ey, jetzt reicht's aber da manchmal. Nee. Nee, 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 jetzt reicht's wirklich langsam. Alter, da nimmt mich der noch mit seinem Kugelwilli mit. Na gut, jetzt habe ich selber einen. Aber die sind alle schon wieder so weit vorne, da kann ich nichts machen gerade. Boah, bitte halte so lange, wie es geht. Ja, der Kugelwilli bringt mich nur näher ran, aber... Nein, jetzt lässt er mich auch noch falsch raus. Ja, das war's. Vielleicht kriege ich einen Blitz oder nochmal sowas. Krieg ich sogar echt. Ja, Pech gehabt, die da außen sind. Den nehme ich mir auch noch mit. Und ja, damit kann ich wenigstens den letzten Platz abwehren. Und die beiden da unten, ja, Pech gehabt, meine Freunde. Der Wario macht sogar noch.
Also ich würde mal behaupten, mit dem Goldenen wäre das, glaube ich, nicht so gut ausgegangen. Ja, minus 40 trotzdem, aber hey, es hätte schlimmer... Ach so, weil dein 8000er abgeschmiert ist, deswegen nur minus 40. Ja, danke Blitz. Boah, Alter, mir ist jetzt gerade erst aufgefallen. Ich habe 2 Runden geschafft und ich muss jetzt noch 3 weitere überleben. Wo soll denn das bitte heute enden? Frag mich nicht, aber ich habe so ein Gefühl, ich werde heute noch einige Male im Abgrund landen. Also bei den Leuten hierin auf alle Fälle. Ich meine, ihr habt ja gerade gesehen, was die vorhaben. Die wollen wirklich nur, dass du halt irgendwie auf dem letzten Platz landest, damit sie es selber nicht werden. Ich meine, das ist also so eine Runde ist das gerade. Also sprich, dass man den, der gerade erwischt wurde, nochmal eine mitgibt, damit der ja schön salty wird und ja nicht mehr aufholen konnte. Oder kann. Ich meine, wie gesagt, mir hat der Blitz gerade den Arsch gerettet, aber da gab es schon Runden, die waren nicht so nice. Sterndudes. Safe Call nicht. Ich lasse den Pilz jetzt mal Pilz sein. Und nein, verdammt, ich bin raus. Wobei, wartet, ich habe einen goldenen. Zurück und hinter. Ich glaube, das war das Beste, was ich gerade machen konnte. Ansonsten wäre das jetzt im Abgrund wieder geendet, wie gesagt, schon am Anfang. Ich meine, ich war eigentlich schon unten, aber ja, ich habe ihn noch irgendwie gefangen. Der ist weg. Ja, nice. Also heute ist so ein Tag, da halte ich ganz gut mit, aber gegen manche Treffer kannst du jetzt leider nichts machen. So, Maxi-Pilz, du... Ja, gut, der bringt... Ja, Bombe bringt nichts. Wobei, ich mach's einfach, bevor ich sie verliere. Und ich glaube, es hat sich gelohnt. Ich musste jetzt einen kleinen Schlenker machen. Das reicht mir schon, das ist ein Ziel. Nein, das war scheiße! Ich hatte zu viel Speed. Egal, ich bin drüben, auch wenn nicht ganz so, wie ich wollte. Da hatte ich ein bisschen zu viel Schub drauf. Ja, das ist eine Abkürzung, ab und zu gelingt sie, ab und zu nicht. Das eine war aber halt nur Glück gerade. Also, die Fake-Erde-Box hat mir mehr geholfen vor, als irgendwie vernichtet. Nein! Ach komm! Ja. Also, der Trick funktioniert natürlich nur einmal und der Grüne war absolut. Also, hey, ich bin rundherum gefahren! Du Scheißspiel, Alter! Ey! Ja, goldenen, wunderbar! Was ist hier los? Jetzt bin ich wieder rumherum gefahren. Das ist so belastend gerade alles hier. Ja gut, kann ich vergessen. Nochmal schön gegen die Wand fahren. Achso, und der kommt auch noch. Ja sicher! Ja sicher! Ey, ich glaub's ja nicht. In der letzten Runde alles wieder in den Sand gesetzt. Ich könnte weinen hier. Boah, ey, ich sag ja, das wird ein Überlebenskampf, aber ein ganz, ganz schön mieser. Und jetzt kommt sogar spiegelverkehrt auch noch. Ja, wahrscheinlich auf der Strecke Mirror Modes. Mhm. Nicht auszumalen, was da gleich passieren wird mit denen hier. Und vor allem, da will doch keiner liefen. Das sind alles wirklich fast nur 8000er. Weil wären das jetzt alles 6000er gewesen, hätte ich minus 250 oder so gekriegt. Deswegen, ich konnte mich glücklich schätzen. Oh, nee, ja, gut. Das wird gleich wieder vorbei sein. Aber da sieht man wieder den Unterschied mit diesen ganzen 8000er Leuten. Also da musst du halt wirklich was drauf haben. Ansonsten bist du einfach schutzlos. Und der wurde eindeutig von vorne getroffen bei mir, aber hat den nicht gejuckt. Manchmal glaube ich echt, dass die Leute hier mit dem schlechteren Internet Erfolg haben. Weil das Desync bei manchen Stellen ist halt wirklich verwunderlich. Okay, gut. So schwierig ist die Strecke wenigstens nicht. Deswegen, ich kann mir ein bisschen was vielleicht jetzt wieder gut machen. Jetzt noch. Da fahre ich schön rüber. Ja, ich habe irgendwie getroffen. Ganz egal wen, ich habe ihn getroffen. Das ist wichtig. Oh, ne, Stern. Okay. Ja, ein 3-Pack Pilze. Was? Hey, das läuft ja ganz gut bis hierhin. Aber aufgepasst, Leute. Es kommt jetzt die berüchtigte letzte Runde. Den Pilz wollte ich gar nicht einsetzen, das war gerade nur eine Rettungszart. Aber ich hebe mir die Pilze jetzt wirklich einfach auf. Also ich versuche jetzt ohne irgendwas zu scheiße. Ohne irgendwas auszukommen, wollte ich sagen. Gibt's das auch? Bin ich inkompetent? Bin ich inkompetent? Das kann nicht sein, Mann!
erstmal ausweichen hier. Jetzt kommt der Sterntyp auch noch. Und wieder nur Elfter. Ey, das ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich hier. Ja, bewahr dir zwei Pilze auf. Genau, aha. Den einen musstest du zwangsweise einsetzen. Und dann kommt es wieder komplett anders. Das gibt's nicht. Das wäre so ein schönes Plus geworden. Boah, Alter, bin ich froh, dass das die letzte Strecke für heute ist. Also beim ersten sah es ja noch gut aus. Aber wenn die erste auch schon schief gelaufen wäre, dann... ja... hättest du mich jetzt schon begraben können, wirklich. Also da hätte jeder mir einen schönen Trauerstrauß gleich bestellen können, weil das hätte ich niemals überstanden. Und das ist schon wieder spiegelverkehrt. Ey, ich kriege hier die Krise. Wie viele Spiegelverkehrte fahren wir in letzter Zeit eigentlich? Zu viele. Weiß ich, haben die da irgendwas angepasst gerade vom Wimpy oder was ist da passiert, dass da jetzt so oft Spiegelverkehr kommt? Ich meine, sie machen es besser aus. Auf alle Fälle das Mario Kart 8 Deluxe, weil da kommt das alle heiligen Zeiten mal vor. Aber trotzdem, so oft muss auch nicht sein. Warum wurde ich da jetzt wieder abgebremst? Das ist... ne. Also, der heutige Part, das ist schon wieder die perfekte Einleitung für die nächsten 50 Folgen. Am Anfang voll euphorisch. Ja, jetzt kommen die nächsten 50. Jetzt mittlerweile kannst du mich wegwerfen. Das ist einfach so. Und ich wette, da kommt wieder in der letzten Runde irgendwas, mit dem ich nicht rechne. Der Kugelwilli wäre so ein Kandidat zum Beispiel. Das ist, wie du mit zwei Pilzen auf einer guten Position so abkommen kannst, das kriegen wir nur nicht hin. Nein, 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 nicht da rein, nicht da rein. Okay, das war ausnahmsweise mal gut. Ja, das wieder nicht. Das war schon wieder absoluter Schmutz. Ich würde gern so viel fluchen. Boah, so knapp. So, was jetzt? Powerblock. Mann, das hätte ich mir aufbewahren sollen. Gut, der wird eh geschrumpft. Das ist nice. Nein, es werden alle geschrumpft. Als wäre das schon wieder ein fucking Cheat. Ein Maxi-Pilz wäre es jetzt gewesen, Leute. Aber nee, natürlich nicht. Okay, that's it. Sechster Platz wenigstens zum Schluss nochmal. Also Maxi, gut, eigentlich ist es egal gewesen, Maxi-Pilz hätte, gut, hätten ein paar vielleicht noch geschrumpft, aber ich konnte mich wenigstens retten, das ist wichtig. Also die 7000 Punkte zumindest. Boah, Leute, raus aus dieser Runde, aber ganz schnell. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.